bin von der Firma Fintech GmbH. Wir sind in Hamm-Rinnen ansässig. Mein Name ist Karina Kaminski. Ich arbeite in der Personalabteilung und bin ich die Auszubildende auch in der Firma. Die Firma Fintech ist seit 50 Jahren auf dem Markt. Das ist ein Familienunternehmen und wir produzieren Desinfektions- und Reinigungsmittel. Unter anderem solche kleine Stifte mit Desinfektionsmittel, das man immer in der Handtasche oder im Auto haben kann. Jetzt in Corona-Krise benutzen wir das tagtäglich und das stellen wir her. Auszubildende haben wir 3 Jahre bei uns. Das haben wir alle beigebracht, was wir brauchen, wie wir das brauchen. Die können uns schon, wir können die jungen Leute. Und 3 Jahre Probezeit können wir keinem gewährleisten. Nach 6 Monaten manchmal ist das, ich denke mal, nee, das passt ja nicht zusammen. Aber wenn wir jemanden 3 Jahre schon unter den Fittichen haben, das ist was ganz, ganz anderes. Und ist das für uns viel wertvoller, als fremd einzukaufen eine Fachkraft. Also das muss jemand schon, der engagiert ist, genauso wie unser Herr Algan hier das mitgezeigt hat. Das ist nicht so, dass wir eben Dienst nach Vorschrift machen und dann ist Ende. Jetzt Corona-Krise hat das auch bewiesen, dass wir alle an einem Strang gezogen haben, dass wir so möglich von den Desinfektions- und Reinigungsmitteln produziert und auch den Kunden zur Verfügung gestellt haben. Also jemand, der eben ein Fink dann geworden ist nach der Ausbildung und nicht irgendjemand, der kommt und geht.